Russians just declared war on the U.S. The Georgians hit our communications, transportation, power grids. We still don't know how extensive the damage is. Your mission just became critical. You know what you need to do. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Splinter Cell. Ein kleiner, ja, ein kleines Let's Play würde ich sagen, weil das Spiel nicht so besonders lang ist. Ich werde alle 5 Teile Let's Playen, alle von dem diesem hier bis zu Conviction, oder wie auch immer das heißt. Ich kann den Namen nicht so richtig aussprechen. Egal. Auf jeden Fall fangen wir jetzt an, Spiel starten. Die Videos muss ich immer neu, ich muss da immer die Aufnahme pausieren, immer wenn ein Video kommt, weil das sonst immer abstürzt. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich hat der Entwickler irgendwas sich einfallen lassen, wie man es verhindern kann, dass man Fraps, dass Fraps hier nicht funktioniert. Gut, also laden wir erst einmal automatisch speichern. Das habe ich zum Testen einfach mal gemacht. Das ist noch vom 9. September. Möchte ich allerdings nicht. Ich nehme es mal als neue Level. Und zwar fangen wir mit dem Training an. Seine Reise nach Georgien abgesagt, nachdem der Präsident des Landes durch ein Attentat einer abkhazischen Separatistenorganisation ums Leben kam. Die aufflammenden Gefechte in den Regionen Abkhazia und Südossetia haben die Hoffnungen Georgiens auf Integration in westliche Bündnisse. Dem Industriemagnaten Combine Nikolatze gelang es heute, sich in einem gewaltlosen Staatsstreich die Präsidentschaft zu sichern. Der charismatische Milliardär plant, innerhalb der nächsten Tage Wahlen abzuhalten, die ihn im Amt bestätigen sollen. Er verspricht seiner Bevölkerung beste Beziehungen zum Westen und zu Amerika, sowie Wohlstand für alle. Wurde Glasfasertechnik in Landstrichen Osteuropas verlegt, in denen es vor Jahren nicht einmal Telefone gab. Diesen technologischen Sprung nach vorne verdankt die Region Informationsnationen wie den Niederlanden und Georgien, wo Präsident... Der Vizepräsident nannte seinen Besuch eine Ehre. Er lobte den georgischen Präsidenten Combine Nikolatze als einen Mann mit Gespür für die Zukunft der Welt. Okay, ich lese da mal vor. CIA, Trainingsgelände. Wir sind Camp Perry, in der USA, halt, ne? 7. August 2004. Ja, man muss dazu sagen, das Spiel ist ein bisschen älter. 6.01. Beweisen Sie, dass Sie der Richtige für diesen Job sind. Man hat Sie den Agenten Sam Fisher rekrutiert, damit Sie die Speerspitze der Third Echelon Operation der National Security Agency bilden. Okay, mein Englisch ist scheiße, ich weiß. Bevor man Sie in den Einsatz schickt, müssen Sie allerdings unter Beweis stellen, dass Sie den hohen Anforderungen und den Strapazen der gefährlichen Geheimoperationen gewachsen sind. Dann fangen wir mal an. Fischer, du warst ja schneller hier als ich. Ich bin gern früh da. Hallo, Colonel. Keine Sorge, der Raum ist absolut sauber. Lambert. Schön, dich zu sehen. Und bei der NSA? Ist alles in Ordnung? Es geht. Wir sind sich irgendwie nie einig, was ich wissen darf und was nicht. Das liegt in der Natur der Sache. Wir lassen nie eine Person alles wissen. Daher müssen wir alle zusammenarbeiten. Obwohl ich da draußen allein bin? Du wirst uns mehr Daten senden, als du dir vorstellen kannst. Wir stehen über dein Urimplantat und das Offside in Verbindung. Läuft das Training auch so ab? Ja. Sorry dafür, dass ich dich über den Kurs hetze.
Ich weiß, dass du gut trainiert bist. War seit Jahren nicht im aktiven Dienst. Mag sein, aber sowas verlernt man nicht. Ist wie mit dem Radfahren. Oder mit den hohen Absätzen. Sei vorsichtig, Fischer. Jedes unserer Worte wird überwacht werden. Du weißt, wie nervös die hohen Tiere in Bezug auf die Fifth Freedom sind. Gib mir Mühe. Gib dir viel Mühe. Third Acolon ist ein Experiment. Deine Missionen werden entscheidend dafür sein, ob die NSA in Zukunft weiter Offensivmissionen durchführt. Wir sehen uns auf der anderen Seite des Kurses. Okay, Sam. Fangen wir an. Kannst du mich hören? Uhu. Gut. Dann scheinen die Implantate ja zu funktionieren. Also, die Techniker wollen jetzt deine Ausrüstung kalibrieren. Kannst du dich in Richtung der Notbeleuchtungslampe an der Wand zu deiner Linken drehen? Ja, klar. Moment, mein Mikrofon. Jetzt geh zu deiner Rechten. Okay. Ja, klar. Okay, das gleiche Spiel jetzt vertikal. Such das ist das hier, das Tutorial, das ist jetzt nicht so besonders spannend, würde ich sagen, aber später wird es noch spannender, wenn wir auf einer richtigen Mission sind. Ich mache das halt nur jetzt zur Vollständigkeit und um zu schauen, wie das Let's Play verlaufen wird, weil ich das Let's Play hier aufzunehmen ist anders als Call of Duty und Crysis, weil ich das Spiel auch immer abstürzen kann. Das heißt, ich sollte hier vielleicht sehr oft speichern. Also es ist sehr schwierig, dieses Let's Play aufzunehmen. Das ist auch ein Grund, warum ich es gewählt habe. Drücken Sie unten unter einer Kante springen. Umschütters hält sich Sam an der Kante fest. Okay, ich mach mal jetzt schnell einen Quicksave. Hoffentlich vergesse ich das nicht, in diesem Let's Play so oft zu machen. Denn ansonsten haben wir ein riesiges Problem. Wir lassen dich hier. Denn dieses Spiel kann leicht abstürzen. Vor dir befindet sich ein einfacher Angriffskurs. Ich melde mich, wenn du durch bist. Die normale Bewegungsgeschwindigkeit ist gehen. Mit der Taste schneller, Maus dort hoch, können Sie Sam sich schneller bewegen lassen. Und mit langsamer, Maus das runter, bewegt er sich langsamer. Ja, wenn ich hier das Mausrad nach vorne drehe, hört er wahrscheinlich das Mausrad. Rennt er, wenn ich langsam mache, geht er langsamer. Das werden wir vielleicht brauchen, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. So, hier ist eine Leiter. Wollen wir so hochklettern? Selbstverständlich. Um eine Leiter zu benutzen, müssen Sie sich einfach drauf bewegen oder auf sie springen. Okay, das mit dem Springen hat nichts funktioniert, aber naja, im Gehen geht es natürlich auch genauso. Um ein Seil zu benutzen, müssen Sie sich unter erstellen und springen, Umschalttaste drücken. Und ich habe wieder einen Quicksave, das war richtig schwierig gerade. Zack, und schon lässt er sich vom Seil runter. Das Hochklettern an einem Rohr oder einem Balken funktioniert wie bei einer Leiter. Gut, hier so einfach, ne? Wir können auch runterspringen, aber ja, ich will es euch ja alles zeigen. Das ist hier quasi ein Let's Show Splinter Cell. Wenn ihr es so haben wollt, drücken Sie C, um sich zu ducken. Sam bewegt sich dann langsamer, aber auch leiser. Leise! Schneller! Leise! Schneller! Ja, das werden wir oft benutzen. Dieses Schleichen. Aber momentan sind hier keine da, die uns erkennen wollen. Das heißt, wir können hier ganz beliebig rennen, sprinten, das ist eigentlich dasselbe. Ja, was wir halt wollen. So, wo geht's denn jetzt lang? Ich habe keinen Plan jetzt gerade. Um die Trainingstipps erneut abzurufen, müssen Sie Aktionen für diese Objekte wählen. Und hier ist dasselbe wieder. Also man muss sagen, ich habe das Spiel bzw. die Serie Splinter Cell alle durchgespielt. Ist daher kein Blind. Ja. Zwischen eng stehenden Wänden ist es sehr möglich, einen Spagatsprung zu machen. Um einen Spagatsprung machen zu können, müssen Sie sich an eine Wand stellen und die Sprungtaste, Umschalttaste drücken. Am Scheitelpunkt des Sprungs müssen Sie die Sprungtaste erneut drücken und festhalten. Okay, das zeige ich euch schnell. Zack. Nein. Was? Okay. Ja, jetzt aber. Springen. Warum geht das jetzt nicht? So. So. Verdammt, jetzt hatte ich es fast. So, so, so. Genau, so Spagat, das werden wir brauchen, falls da plötzlich Gegner kommen sollen. Also falls hier von rechts so Gegner kommen, die dann diesen Gang hier entlang gehen wollen, dann können wir sie von hinten batsch überraschen. Habt ihr auch wahrscheinlich schon im Intro gesehen. So werden wir es dann machen, falls es zu sowas kommen sollte. Um sich an einem Balken oder Rohr entlang zu hangeln,
müssen sie sich an es stellen und springen, Umschalttaste drücken. Ja, das ist hier wieder so, ja, wie vorne bei dem Seil, bis auf das es hier nicht runtergeht, sondern wir uns bewegen müssen. So ungefähr verläuft es. Um eine enge Stelle passieren zu können, während sie sich an einem Rohr hängen, müssen sie C drücken, damit Sam die Beine und das Rohr schlingt. In diesem Fall ist er äußerst schlechter zu sehen, ist er außerdem schlechter zu sehen. Ja, das ist hier ganz gut eigentlich, um wie gesagt, durch so ein Rohr jetzt wie jetzt gerade zu kommen. Oder um nicht erkannt zu werden. So. Das Überwinden eines Zauns oder einem Gitter ist genauso wie bei einer Leiter. Ja. Stand zwar jetzt anders, wie ich es vorgelesen habe, aber es ist ja egal. Save. Quick Save werde ich hier auch so sehr oft verwenden. Okay. Und das normale Saven mache ich offscreen. Um Sam mit dem Rücken an einer Wand zu stellen, erreichen Sie sich. Was? Stellen Sie sich vor die Wand und drücken Sie Q. Wenn Sam eine Ecke erreicht, wird er um die Ecke spähen. Sam kann auch schießen, während er um die Ecke späht. Wenn Sie erneut Q drücken, wird sich Sam wieder von der Wand wegbewegen. Ganz einfach so, ne? Warte, Moment, so. Ganz easy. So, jetzt, Moment. C, hallo, Sam. Geh weg von der Wand. Gut. So, hier, ah. Das werden wir auch brauchen, um zu schauen, ob da Gegner sind, zum Beispiel. Oh, hier ist wieder Nord, können wir einfach hochklettern. Und es leckt bei mir auf einmal so sehr. Warum leckt es jetzt auf einmal so sehr? Ich mache mal schnell einen Quicksave. Jetzt leckt es wahrscheinlich noch übler. Jetzt hat sich wieder gefangen. Na, das Spiel ist ja nicht besonders alt, nicht besonders neu, meine ich. Im Gegensatz zu Call of Duty. Sollte ich daher nicht so oft lecken, aber trotzdem leckst du jetzt auf einmal. Leck! Leck! Ich mache mal schnell Pause, bis es aufgehört hat zu lecken. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Gute Arbeit, Fischer. Sobald du herausgefunden hast, wie du über das Tor kommst, beginnen wir mit dem Training für die Geheimoperationen. Wenn Sam eine sehr hohe Kante erreichen muss, kann er versuchen, diese durch den Sprung von einem nahegelegenen Punkt zu erreichen. Versuchen Sie sich nahe an einer der Seitenwände zu stellen. Drücken Sie die Sprungtaste, Umschalttaste und drücken Sie es hier erneut. Während Sie sich in sehr Luft so viele siehst. Du kannst mich auch duzen, Spiel. So richtig? Nee, ne? Oh, Kopf angestoßen. Ah, da muss man ja aufpassen. Hallo? 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 Sprechen! Sam, springen! Der will nicht springen. Jetzt! Ach, das ist falsche Richtung! Nein! Ah, wieder Kopf angestoßen. Armer Sam. Der macht was mit. Okay, nochmal. So, jetzt. Das war mit Abstand das Schwierigste von diesem Parcours. Werden wir ab und zu verwenden, aber es ist eher selten. Sesam, öffne dich! Ladevorgang! Den werde ich überspringen. Wobei, muss ich gar nicht. Okay, jetzt leise. Nicht Spaß. Hallo, jemand da? Ich hoffe, ihr hört gerade nicht meine Tastatur. Aber das Spiel ist ziemlich leise. Das heißt, ihr könnt eigentlich die Lautstärke höher drehen. So, jetzt. Hallo, Lambert, wie geht's dir? Ach, mir geht's scheiße, ich muss so einen scheiß Parcours machen. Dein Ziel ist es, das Areal zu durchqueren, ohne entdeckt zu werden. Netterweise haben sich einige der CIA-Ausbilder bereit erklärt, Opfer zu spielen. Alles klar, öffnen Sie die Tür. Die Symbole über der Schleichendanzeige zeigt an, dass Sie neue Informationen auf dem Offset haben. Die Anzeige an unterem Rand des HUD liefert Ihnen Informationen zu Ihrem aktuellen Missionsziel. Drücken Sie Escape, um Ihr Offset zu öffnen, um neue Informationen oder Details zu Ihren Missionszielen abzurufen. Ja, hier Escape, dann können wir hier speichern, Einstellungen verändern. Ich glaube, da kann ich gleich den Sound ein bisschen höher drehen. Wobei, ich weiß nicht, ich muss noch schauen, nach der Aufnahme, ob es passt oder nicht passt.
Ausrüstung, Gegenstände, Notizen, Ziele. Öffnen Sie die Tür zur nächstgelegenen Trainingshalle. Und hier sind ein paar Daten. Training Area 1A. Ja, die Training Arena ist in 1A in Top-Zustand. Um eine Tür zu öffnen, stellen Sie sich an die Tür, drücken Sie die Aktionstaste. Sie können durch Türen spähen, indem Sie durch Tür spähen wählen. Wenn Sie die Aktionstaste, Leertaste drücken. Gut, können wir gerade momentan nicht, oder? Doch, können wir. Okay, leise. Ha! Niemand da, okay. Die nächste Tür ist verschlossen, Sam. Du musst deine Dietriche benutzen, um da reinzukommen. Wieder ein automatisches Türschließsystem wie in Crysis. Um die Dietriche auszuwählen, müssen Sie die Taste für das Schnellinventar drücken und mit der Maus die Dietriche wählen. Benutzen Sie die Bewegungstasten, normalerweise WSAD, um die Bolzen zu lösen. Drücken Sie eine dieser Tasten, bis Sie sehen, dass sich der erste Bolzen bewegt. Eine der vier Kombinationen wird den Bolzen bewegen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis sich alle Bolzen gelöst haben. Ganz einfach. So, zack, zack. Okay, das ist gerade W. Hier ist es S. Hier ist es D. Und hier ist es... Ja, das war's. Schloss geknackt. Da ist jemand. Leise. Die nächste Tür verfügt über einen Sicherheitscode. Der Mann 28469! Den Befehl nicht zu kooperieren. Überzeuge ihn vom Gegenteil. Nähern Sie sich Ihrem Gegner leise von hinten und drücken Sie die Aktionstaste, um ihn zu greifen. Wenn der Charakter nützliche Informationen für Sie hat, können Sie ihn verhören. Wählen Sie die entsprechende Aktion, um den Charakter zum Reden zu zwingen. Nachdem Sie die Informationen haben, die Sie brauchen, drücken Sie die Feuertaste, um Ihren Gegner kampfunfähig zu schlagen. Okay, hier ist zum Glück ein Doppel-Autosave drin. Der Code heißt 28469 und zwar kann ich mich daran erinnern, weil ich spaßeshalber den so oft ausgequetscht habe. Das Verfahren natürlich, ne? Hab dich! Huhu. Hi. Du wirst es mir nicht leicht machen, was? Nicht so fest, das tut weh! Tut mir leid. Wie lautet der Türcode? 28469. War ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten. Gleichfalls. Lambert, hallo, schau mal. 28469. 28469. 28469. 28469. Ja, ist ja gut. Jetzt halt die Klappe. Ich wollte nur den Code wissen. Ich wollte keine Geschichte von dem Code haben. So, 28469. Oh, da ist auch wieder jemand. Leise. Die nächste Tür verfügt über ein Retina-Scan-Schloss. Die Dinger sind nicht teuer und fast unmöglich zu hacken. Glücklicherweise braucht man nur das richtige Auge vom Scanner. Für gewöhnlich das eines Offiziers. Bewege den Herrn vor dir dazu, die Tür für dich zu öffnen. Sie zwingen einen Gegner zu kooperieren, indem sie sich von hinten an ihm heranschleichen, um ihn so zu greifen, wie sie es vorhin getan haben. Während sie den Gegner festhalten, ziehen sie ihn zu dem Objekt, das er benutzen soll, und zwingen sie ihn durchs Drücken der Aktionstaste dazu, es zu benutzen. Gut, leise. Leise, den krall ich mir. Oh! Und jetzt, Retina-Scanner! Ja, diese Dinger, die gibt's nicht so oft in diesem Spiel. Höchstens 1, 2, 3 Mal. Mehr nicht. Hoffe ich zumindest. Kann auch sein, dass es mehrmals vorkommt. Und tschüss! Open the door. Hallo! Nun zum Thema Unauffälligkeit. Ich kann nichts helfen, schade. Deine Wahl sollte Unauffälligkeit und erst die letzte deine Kanone sein. Auf deinem Anzug befinden sich Fotozellen, die mit deinem Offset verbunden sind. Bei einem Wert von 0 bist du ein Schatten. Bei 4 ein Weihnachtsbaum. Die Schleichenanzeige, die sich rechts unten befindet, zeigt an, wie gut sie die Schatten ausnutzen. Wenn sie der Regler rechts befindet, sind sie gut zu sehen. Wenn der Regler sich links befindet, sind sie fast unsichtbar. Sie werden die Lichter ausschießen müssen, um sich an diese Kamera vorbeikommen zu können. Wählen Sie die Pistole aus Ihrem Schnellinventar. Drücken Sie die Benutzen-Taste, um sie Sam in die Hand nehmen zu lassen.
Feuer ist die linke Maustaste. Und da ist die Kamera. Wir dürfen uns nicht von der erwischen lassen. Wir müssen die Lichter ausknipsen. Mit unserer Kanone schließlich. Gelingt es uns ganz gut. So. Das ist hier ein Taktik-Shooter. Das heißt, man darf hier nicht einfach nur losballern, man muss hier auch taktieren, wie man ballern muss. Um das Nachtsichtgerät zu aktivieren, müssen Sie nur die Taste 2 drücken. Drücken Sie die Taste 2 erneut, um wieder die normale Sicht zu aktivieren, zu haben. Ich werde das sehr oft verwenden, damit ihr was sehen könnt. Und Tür auf. Tür auf! So. Ich glaube, hier ist ein bisschen hell. Ich glaube, wir sehen was. Einige der Kameras sind sehr empfindlich. Du musst sie nur zerschießen, um vorbeizukommen. Und da ist die nächste Kamera. Theoretisch könnten wir auch die Lichter hier ausschalten, aber wir wollen ja die Kameras zerstören. Einige Kameras sind nicht durch Stahlgehäuse geschützt. Solche Kameras können sie zerschießen, um unentdeckt zu passieren. Wenn sie sich mit dem Rücken zur Wand stellen, sind sie schwerer zu sehen. Drücken sie die Taste E, um ihre Waffe zu ziehen, während sie um eine Ecke spähen. Auf diese Weise können sie sich schießen, ohne gesehen zu werden. Zeig euch schnell. Da. Hier da. Nein, nicht das. Sam, du Trottel. So. So geht das. One hit. One hit kill. Ja, wie auch immer, wir sind nämlich bei Pokémon. Safe. Verdammt, jetzt habe ich die Aufnahme versehentlich gestoppt. Safe. Safe, hallo, safe. Ist die richtige Taste? Ah, hier ist die richtige Taste, okay. Manchmal musst du dich im Dunkel der Schatten halten und deine Bewegungen exakt abstimmen, um an den Kameras vorbeizukommen. Da ist noch eine. Zerschießen können wir sie nicht, weil hier ein Gitter im Drumherum ist. Und die Lichter ebenfalls nicht, weil da auch wieder ein Gitter drum ist. Passen Sie Ihre Bewegungen zeitlich ab und bleiben Sie in den Schatten, damit die Kamera Sie nicht entdeckt. Okay. Leise. Shh. Jetzt. Schnell. Renn. Oh, puh, knapp. Schalte die Wache im Korridor aus und verstecke sie, bevor eine der anderen Wachen sie entdeckt. Oh, der Typ sie. Um einen Gegner im Nahkampf auszuschalten, gehen Sie nahe an ihn heran und drücken Sie die Feuertaste, linke Maustaste. Stellen Sie sich über den am Boden liegenden Körper und wählen Sie aus dem Aktionsmenü die Option Körper. Tragen Sie den Körper in eine dunkle, abgelegene Ecke. Drücken Sie die Aktionstaste, Leertaste erneut, um ihn hinzulegen. Hat uns entdeckt. Weil wir waren gerade ziemlich laut, ne? Tschüss! So, schnell mitnehmen! Du kommst mit, mein Lieber! So, jetzt muss man die Leiche verstecken. Ich mach's mal hier. Okay, Fischer. Wir schicken die andere Wache, um so, deine du Arbeit gehst zu mal da. So. Unsichtbare Wände. Er ist ein Geist. Seine Füße gehen durch das Regal. Okay, da ist er. Den könnte man theoretisch jetzt auch ausschalten, wenn wir fröhlich sind. Aber wir möchten das ja nicht. Wir wollen es ja gescheit spielen, ne? Safe! Gut, Sam. Es ist wichtig, dass wir unentdeckt bleiben. Wenn es uns gelingt, Beweise für deine Aktivitäten verschwinden zu lassen, ist dies von größtem Nutzen für uns alle. Okay. Ach, die Training-Area ist immer noch 1A. Ach, wie schön. Was ist das? Sieht aus wie ein... Im nächsten Gang wie eine Gummizelle. Mit Geräuschen. Weiß ich aus wir eigener Erfahrung. Nicht. Wenn Sie sich leise bewegen möchten, laufen Sie am besten auf weichen, soliden Belägen wie Teppich oder Beton und meiden hohe oder lockere Belege wie Holz oder Kiesel. Und denken Sie außerdem dran, je langsamer Sie sich bewegen, desto leiser sind Sie. Drücken Sie die C-Taste, um sich zu ducken. In geduckter Haltung bewegen Sie sich leiser und in schwieriger, um sind schwieriger zu entdecken. Wenn Sie aus der Hocke nach unten springen, machen Sie eine weiche und vor allem leise Landung. Safe. Gut, hier sind überall Mikros. Die Mikros dürfen uns nicht hören. Wir müssen so leise sein, wie es geht. Und es laggt. So, wir dürfen die Ketten nicht berühren. Sonst hört man das Klippern der Kette. Aber solche Details, die werden
nicht vorkommen in diesem Spiel. Leise. Es leckt. Hast du schon angefangen? Fischer. Alter Schwede, du bist am Ende. Großartig. Yeah. Wir machen weiter. Gut. Ich glaube, jetzt hätten wir es sogar. Das muss er sein. Ja. Sam Fischer, darf ich dir Vernon Wykes Jr. vorstellen? Hallo. Hey, ich habe Geschichten über dich gehört. Hoffe, du bist nicht sauer. Hab ihm von deinen Kuwait-Missionen erzählt. Sind doch eine Familie. Genau. Vernon arbeitet schon lange für die NSA. Er wird Fahrzeuge, Flugzeuge und Waffen für dich organisieren. Er ist für deine Versorgung verantwortlich. Großartig. Ja, Mann. Kannst es bestimmt nicht erwarten, wieder in den Einsatz zu gehen, was? Ist halt meine Spezialität. Genau, was wir brauchen. Willkommen bei der NSA. Ich bin mir sicher, dass wir fabelhaft zusammenpassen werden. Third Echelon ist ein neues Projekt. Wir müssen vielen Leuten etwas beweisen. Okay. Ihr beiden seid unser erstes Team im Bodeneinsatz. Gebt alles. Wir wollen stolz auf euch sein. Willkommen bei der NSA. Yay, Mission erfüllt. Und so wird es jeder Part so ablaufen. Jeder Part ist ein Level. Gut. CIA Trainingsgelände. Camp Percy, Virginia. 7. August 2004. Es ist 7.30 Uhr. Wir haben eineinhalb Stunden dafür gebraucht. Boah, sind wir schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Fischer. Sie haben gezeigt, dass Sie genau der richtige Mann für die geheimen Third Echelon Operation der NSA sind. Ab jetzt ist es an Ihnen, allein zu beweisen, wie nützlich diese Art der verdeckten Informationsbeschaffung für spätere Einsätze und etwaige Militärschläge ist. Wir zählen auf Sie. Willkommen bei der NSA. NSA. Ja, ich sag's NSA, weil ich keine amerikanischen Ausdrücke mag. Deswegen NSA. Wir sind hier in Deutschland. So. Und das war Part 1. Ich hoffe, ihr schaut den nächsten Part auch an. Ja. Der nächste Part ist verlinkt. Bis zum nächsten Part, ne? Servus.